Wir sind der größte Consumer-Elektronik-Retailer. Wir sind in 11 Ländern. Davon sind wir in 9 Ländern Nummer 1 oder Nummer 2. Und das ist wichtig, wenn man das guckt, auch im Kopf zu behalten, dass der Consumer-Elektronik-Markt ist sehr fragmentiert. Wir bieten ganz einfach dritte Hersteller Produkt auf unsere Webseite zu verkaufen. Sie kennen das auch wahrscheinlich auch von Amazon. Das machen wir auch. Nur wir sind ein bisschen spät dran, aber wir holen sehr schnell nach. Eine weitere Frage, ob es Gespräche zwischen JD.com und Seconomy gegeben hat. Wenn ja, ob die noch andauern. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung zu Beginn gibt es immer eine Präsentation seitens des Unternehmens und im zweiten Part folgt dann die Q&A-Session. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also könnt ihr euch definitiv auf eine spannende Diskussion freuen. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch das Format gefällt, ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert und gerne vielleicht mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video. Danke, guten Abend. So, ich werde in die nächsten 30 Minuten kurz über die Strategie von Seconomy, die Sie mehr kennen unter die Muttergesellschaft von Mediamarkt Saturn. Wir werden dann kurz über unsere letzte Q3. Sie wissen, dass wir berichten das ganze Jahr die Zahl am 18. Dezember. So für Q4 werden Sie sich ein bisschen gedulden müssen. Ich werde nicht durch alle Folien gehen, so keine Angst, kein Schreck. Wir werden die wichtigste durchgehen und ich freue mich besonders auf die Q&A-Session danach. So, wir sind, Sie kennen Mediamarkt Saturn in Deutschland, aber ich denke, das ist wichtig, nochmal im Kopf zu haben, dass in Europa der größte Consumer-Elektronik-Retailer. Wir sind in 11 Ländern, davon sind wir in 9 Ländern Nummer 1 oder Nummer 2. Wir haben in der Gruppe 45.000 Mitarbeiter und wir haben mehr als 2 Milliarden Kundenkontakt im Jahr. Das ist sehr wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn wir durch verschiedene Businessfelder in ein paar Minuten reden werden. Nochmal hier kurz im Überblick die Länder, die wir haben. Ich werde nicht in Details dahin gehen, aber Sie sehen, dass wir immer Nummer 1 und Nummer 2. Und das ist wichtig, wenn man das guckt, auch im Kopf zu behalten, dass der Consumer-Elektronik-Markt ist sehr fragmentiert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir zum Beispiel in Deutschland sind wir Nummer 1 mit Marktanteil zwischen 20% und 25%. Das ist zu vergleichen, wenn Sie nehmen als Beispiel die Lebensmittel-Einzelhandel, die Top 3 haben 60% bis 80% der Markt. Das ist im Consumer-Elektronik nicht der Fall. Und diese Marktfragmentierung sehen wir in viele Märkte in Europa. Jetzt möchte ich kurz über die Strategie sprechen. So, das Wichtigste vorher ist der Markt. Wenn wir über Consumer-Elektronik sprechen, wir sprechen über Wachstum. Warum? Weil Sie sehen auch als Kunden, dass es gibt eine große Nachfrage zurzeit für energieeffizientes Produkt. Das bringt uns auch Wachstum. Es gibt, wir merken auch, eine große Nachfrage für Premium-Produkte. Der Kunden möchte hochwertige, qualitative Produkte. Diese Trend sehen wir auch. Wir sehen auch neue Kategorien, die kommen, zum Beispiel Gesundheit, Mobilität wie E-Scooter oder auch Virtual Reality. Und auch, was für uns wichtig ist, ist Service. Wir sehen, dass der Kunden heutzutage, der Verbraucher, mehr Service erwartet von Consumer-Elektronik-Retailer. Die Welt für Consumer-Elektronik wird komplex und komplex. Sie haben vielleicht unsere neue Werbekampagne gesehen für Weihnachten, wo das Mädchen nach Hause geht und alle wollen, dass sie für die Technik alles erklärt und alles hilft. Deswegen das ist für uns eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass wir sind da, um den Verbraucher zu helfen. So, was merken wir? Was will heute der Kunde? Der Kunde möchte bequem einkaufen, egal wo, das heißt im Geschäft oder online. Der Kunde möchte Produkte, die für ihn wichtig sind. Das heißt, das ist unser Ziel, an Einzelhandelunternehmen ein gutes Produktsortiment anzubieten. Wir bieten auch Service von der Beratung bis zur Reparatur. Das ist auch wichtig. Das ist der dritte Punkt in der Mitte.
Wir versuchen auch nachhaltige Produkte anzubieten. Sie haben vielleicht im Mediamarkt Saturn Store gesehen, dass es gibt bestimmte Produkte mit einem Label Better Way. Das ist Produkte, die für uns nachhaltiger sind. Und klar, als letzter Punkt, da wir groß und die größte in Europa sind, wir sind ein wichtigster Partner für die Industrie. Auf die nächste Folie, Sie sehen die vier Kernpunkte, worauf wir unsere Strategie gebaut haben. Der erste wichtigste Punkt für uns ist unsere Mitarbeiter, weil unsere Mitarbeiter in Store sind diejenigen, die die Kunden sehen. Und was machen wir? Wir trainieren unsere Mitarbeiter. Der zweite Punkt ist Shopping Experience. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie durch unsere App kaufen können, aber auch im Store und durch die normale Webshop, wenn Sie vom PC online gehen. Usage Experience ist der dritte Punkt, ist auch für uns sehr wichtig. Da reden wir über Service entlang des Lebenszyklus für die Produkte. Und der letzte Punkt ist Impact Experience, das ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für die Ökonomie sehr wichtig. So, was ist denn unsere Strategie? Wir haben einen Kapitalmarkttag im Juni, Anfang Juni gemacht. Sie können wieder auf der Seekonomy-Website die ganze Video gucken. Und hier ist die Kernbotschaft. Wir entwickeln uns zu einer Service-Plattform. Das heißt, was Sie sehen in der Mitte, diese Dunkelbar, das ist Retail Core, das heißt die normale Geschäft, die Sie kennen. Aber wir entwickeln daneben neue Geschäftsfelder, die sehr wichtig sind, um unsere Profitabilität zu verbessern. Der erste ist Service und Solution. Der zweite ist Marketplace. Dritte Private Label. Und der vierte ist Retail Media. Der davor, Space as a Service, gehört zu Retail Core. Um so, dass Sie verstehen, was es bedeutet. Space as a Service bedeutet für uns, dass wir Fläche mieten können an Industriepartner. Aber das gehört zu unserem Core-Geschäft dazu, weil das ist verbunden mit dem Store. Ich werde jetzt durch alle diese Felder gehen, sodass Sie ein Gefühl bekommen, was wir machen, um mehr profitabel zu werden. Wir fangen bei dem Store, den Sie alle kennen. Unser Ziel ist, verschiedene Formate anzubieten zu den Verbrauchern. Wir gehen weg von One-Size-Fits-All, das heißt, wir gehen zu kleineren Formaten. Sie sehen in der Grafik, dass unser Ziel ist, in 25, 26 mehrere Formate zu haben. Lighthouse-Format, das ist die große Store, die Sie sehen zum Beispiel in Berlin. Express, das ist kleinere Fläche und die ganz kleine Fläche in der Stadtmitte nennen wir Smart. So, wir wollen uns anpassen, weil der Verbraucher verlangt heute, dass man auch durch verschiedene Fläche unsere Produktpalette anbieten. Was wir machen auch für unsere Retail Core, wir wollen unsere Store modernisieren. Das ist auch wichtig. Wir haben als Ziel, mehr als 90% unserer Store modernisiert zu haben bei 25, 26. Der erste Businessfeld, worüber ich gerne reden möchte, ist Service und Solution. Was steht dahinter? Steht hinter die Versicherung, die wir verkaufen, die Verträge, die Telekom-Verträge, die Sie im Store kaufen können, Power Service, das heißt Installation von Gerät zu Hause, Finanzdienstleistungen, zum Beispiel Kredit, die Sie bei uns haben können. Und letztendlich Nachhaltigkeitsdienstleistung. Was ist das? Sie wissen, dass Sie mit einem Gebrauch zum Beispiel Handygeräte zu Mediamarkt und Saturn gehen können und Sie werden einen Gutschein bekommen für das Wert des Geräts und damit können Sie ein neues Gerät kaufen. Service und Solution ist für uns sehr wichtig. Warum? Weil das ermöglicht uns, der Verbraucher entlang der Produktlebenszyklus mit ihm zu sein. Das fängt mit der Beratung bis zum After Sales. Und allgemein Service und Solutions, das ist ein Bereich, wo die Profitabilität sehr hoch ist. Deswegen ist das wichtig für Mediamarkt Saturn und für so die Muttergesellschaftsökonomie, stärker zu werden in Dienstleistung, Service und Solution. So dass auch Sie sehen, was wir erwarten für den Bereich. Wir haben klar gesagt, dass wir wollen die Penetration, das heißt der Prozent im Prozent von Umsatz der Service und Solution Bereich von 4,5% in 2021/22 zu 5,5% in 2025/26. Und ich sage schon vorneweg, dieser Teil wird der größte Profitabilitätstreiber für die Ökonomie bis 2025/26.
Wir gehen jetzt zu dem nächsten Business Field und für Sie auch zu verstehen, wir haben intern eine Gewinn- und Verlustrechnung gebaut für jede Businessfelder, um genau zu tracken, wie gut wir uns weiterentwickeln. So, der nächste ist Marketplace. Sie kennen, Sie wissen sicherlich, was ein Marketplace ist. Was ist das? Wir bieten ganz einfach dritte Hersteller Produkt auf unsere Webseite zu verkaufen. Sie kennen das auch wahrscheinlich auch von Amazon. Das machen wir auch. Nur wir sind ein bisschen spät dran, aber wir holen sehr schnell nach. Wie Sie sehen, der Umsatz, um das zu vereinfachen, von dem Marketplace war 65 Millionen in 2021-2022 und wir haben als Ziel 57 Millionen in 2025-2026. Wir merken, dass viele Vendor, so Verkäufer, sind sehr interessiert, auf unserem Webshop dabei zu sein. Und das ist für uns auch ein sehr profitables Geschäft. Das ermöglicht uns auch, für den Kunden viel mehr Produkt anzubieten, ohne die Vorräte tragen zu müssen auf unserem Bilanz. Deswegen ist das auch finanziell sehr interessant für uns. Und dass Sie sich erinnern, dass wir in 11 Ländern vertreten sind, die Verkäufer haben sehr stark Interesse, auf unserer Webpage in den verschiedenen Ländern dabei zu sein. Der nächste Punkt ist als für uns sehr wichtig, ist die Private Label oder Eigenmarkengeschäft. So, bis jetzt haben wir Service und Solution. Ich habe gesagt, das ist der größte Treiber. Wir haben auch Marketplace. Und jetzt sind wir bei der dritte Punkt, eigene Marke. Sie kennen vielleicht unsere Marke oder auch nicht. Ich kann die für die nochmal nennen. Unsere eigene Marke sind König, Peak, Easy und OK. Unser Ziel, was machen wir? Wir sind Hersteller für diese Produkte. Und wenn wir diese Marke verkaufen, die auch eine gute Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, sind wir mehr profitabel, als wenn wir Marken verkaufen. Das ist ein bisschen wie der Lebensmittelindustrie. Es ist genau das Gleiche. Da wollen wir auch die Penetration von unseren eigenen Produkten erhöhen. Und Sie sehen, die Penetration war 2,3% in 2021-2022 und wir wollen auf 5% in 2025-2026 gehen. Der nächste Businessfelder, worüber ich gerne reden möchte, ist Retail Media. Retail Media ist ein bisschen der komplizierte Teil von all die Businessmodelle. Worum geht es hier? Das geht um Kundendaten und das ist alles datenschutzkonform. So, was machen wir? Wir bieten die Industrie Analyse von den Kundendaten für unsere Online-Store. Was bedeutet das? Ich gebe ein Beispiel, weil ich finde, das ist am meisten klar. Sagen wir, Samsung kommt zu uns und sagt, Sie müssen bestimmte Produkte online kaufen. Worüber reden wir? Sie kaufen zum Beispiel ein Produkt, das heißt Sponsored Product Ad. Sie wissen, wenn Sie auf einen Webshop gehen, Sie sehen, der Produkt oben steht zum Beispiel Tipp. Das ist eine Dienstleistung, die der Webshop anbieten und der Hersteller bezahlt dafür. Wir bieten auch der Hersteller Report zu kaufen, wo wir zeigen können, wer hat die Produkte von den Hersteller gesehen, was der Kunden für andere Produkte gesehen hat. So, das hilft auch der Hersteller zu verstehen, wie der Kunden sich online bewegt. Bleibt er auf die Seite, auf der Produkt von den Hersteller, geht er zu einem anderen Hersteller. Das sind sehr, sehr wertvolle Daten. Und das ist allgemein im Einzelhandel, Retail Media, ich würde sagen, das ist ein sehr wichtiger Zukunftsdriver für die Profitabilität von allen Einzelhandelunternehmen, weil die Technologie heute ermöglicht uns, diese Menge an Daten richtig einfach und schnell zu analysieren. Hier, Sie merken auch, unser Ziel, wir haben 5 Millionen Ertrag in Retail Media verdient in 2021-2022. Und wir wollen auf 45 Millionen in 2025-2026. Und ich denke, das ist nur der Anfang. Wir wollen auch weiter in die Richtung gehen. Das heißt, wenn wir alles nochmal zusammenfassen, Sie merken hier in der Tabelle die ganzen Businessfelder, worüber ich geredet habe. Retail Core, unsere Store, Service as Solution, Marketplace, Private Label, Retail Media. Und Sie merken, wir haben hier unsere Ziel für 2025-2026 gegeben. Und auf die rechte Seite, Sie merken noch weitere KPI.
Wir werden jedes Jahr bis 25, 26 die Zahlen rausbringen. Und die Zahlen sind sehr detailliert, wie Sie sehen können. Wir gehen zurück. Die Zahlen sind sehr detailliert und wir werden für das Jahr 2022, 2023 am 18. Dezember alle diese KPI nochmal zeigen und wir werden euch erklären, wo sind wir zufrieden, wo sind wir nicht zufrieden, wo müssen wir Gas geben. Das bedeutet für Sie als Aktionär, was bedeutet das für den G&V? Das bedeutet, dass wir durch alle die Maßnahmen, die ich gerade erklärt habe, wollen wir auf ein EBIT von 500 Millionen in 2025/26 im Vergleich zu 208 Millionen in 2021/22. Und Sie sehen hier die detaillierte G&V. Die zwei wichtigsten KPI sind für mich der bereinigte EBIT und auch der Free Cashflow. Wir wollen auf circa 200 Millionen Free Cashflow generieren in 2025/26. So, das zeigt, dass wir richtig eine profitable Strategie folgen werden. Sie sehen wieder das Gleiche. Jetzt sehen Sie den Beitrag und Sie merken, was ich am Anfang gesagt habe, dass der größte Treiber von 2021/22 auf 2025/26 für die EBIT-Marge wird Service und Solution sein, mit 90 Basispunkten. Nur kurz zum Thema Verschuldung. Wir sind nicht so stark verschuldet. Wir sind bei 2,3, was für Einzelhandel auch ganz korrekt ist. Und das Einzige, was wir klar gesagt haben, ist, dass wir haben kein Liquiditätsproblem und wir werden nie über 2,5 Verschuldung gehen. Das ist gemessen als Net Debt zu EBITDA. Kurz zu Q3 und dann werde ich da ein bisschen springen auf die wichtigste Zahl, weil ich möchte auch, dass wir durch Q&A gehen. Dann gehen wir auf hier den Q3. Sie sehen, dass wir in Q3 noch ein sehr gutes Umsatzwachstum gezeigt haben von 7,4% und Sie merken auch, dass wir unsere EBIT verbessert haben. Für Sie nochmal als Erinnerung, das ist normal, dass die Ökonomie in Q2 und Q3 EBIT-Verluste zeigt. Und wir sind eher profitabel in Q1, weil das ist das Weihnachtsgeschäft, und in Q4. So, wir waren sehr zufrieden mit der Entwicklung in Q3, was bedeutet auch, dass wir für die 9 Monate auch sehr zufrieden waren. Sie merken für 9 Monate, dass wir ein Umsatzwachstum von 5,9% und dass wir 35 Millionen EBIT-Verbesserung gezeigt haben in Q3. Und für den Quartal, Sie sehen auch, wir sind von 114 auf 149 Millionen. Durch diese sehr gute Performance, besser als erwartet, um die Wahrheit zu sagen, haben wir uns entschieden, wenn wir Q3 rausgebracht haben, unsere Prognose anzupassen. Sie können sich erinnern, Anfang des Jahres, die Visibilität war nicht so gut. Wir haben 2 Szenarien gegeben, ein mit deutlichem Rückgang von Umsatz und EBIT und ein anderer mit einem moderaten Anstieg von Umsatz und ein deutlicher Anstieg vom bereinigten EBIT. Nach dem Q3-Zahl haben wir uns entschieden, das zweite Szenario wegzumachen, um uns zu konzentrieren auf Szenario 1. Und wir haben das erfüllt, weil Sie haben auch mitverfolgt, dass wir unsere Q4-Umsätze schon rausgebracht haben Ende Oktober. Wir haben gezeigt, dass wir ein Umsatzwachstum von 2,4% im Q4 erwirtschaftet haben und auch haben wir schon im Voraus unsere EBIT für das Jahr rausgebracht und wir haben gesagt, wir haben ungefähr 240 Millionen bereinigtes EBIT für das Jahr 2022/23. Das heißt, da sind wir klar bei Clear Increase, weil das ist zwischen 16% und 17% Wachstum. So, da sind wir sehr, sehr zufrieden. So, ich würde damit enden und kurz zusammenfassen für Sie. Erstens, das Jahr 2022/23 fing kompliziert an für uns mit mangelnder Visibilität, aber wir haben gut geschafft, wir haben starke Umsatzwachstum rausgebracht, wir haben ein starkes EBIT-Wachstum auch rausgebracht und wir haben die Strategie neu erklärt an unsere CMD im Juni, wo wir wollen zeigen, wir sind keine rein Einzelhändler mehr. Wir gehen auf Service und ich erinnere Sie, Service und Solution, Retail Media, Private Label, Marketplace und alle diese Treiber werden uns ermöglichen, die Profitabilität zu erhöhen auf ungefähr 1% EBIT-Margin heute zu 2,5% in 2025/26.
Das war's von meiner Seite. Frau Karoff, vielen Dank für die kompakte, sehr kompakte Vorstellung. Aber man merkt, es gibt einen klaren Blick, eine klare Richtung, auch eine beeindruckende Entwicklung in 2023. Nur der Aktienkurs kommt irgendwie nicht so wirklich vom Fleck. Was ist da? Ist natürlich immer schwer zu kommentieren, aber was ist vielleicht so ein bisschen die Resonanz vom Kapitalmarkt? Wo sind die Investoren kritisch oder ja, pessimistisch eingestellt? Ja, das ist eine berechtigte Frage als Aktionär. Ich würde nur so versuchen zu antworten, allgemein, das ist ein schwieriges Börsenjahr, weil Sie wissen, die Zinsen sind gestiegen, das heißt, es gibt alternative Anlage für den Investoren zum Richtung feste Tagesgeld oder Anleihe. Und man merkt allgemein, dass die Volumen der Börse sehr stark runtergekommen sind. Für den DAX, das ist ungefähr 40%. Wir in SDAX-Unternehmen mit keine sehr, sehr große Free Float, sagen wir ungefähr 30-35%, hängt davon ab, wie man das rechnet, haben wir auch einen extremen Volumenrückgang. Das heißt, unsere Aktien ist nicht sehr liquiden. Und in diesem Umfeld sehen wir eine verstärkte Volatilität, was die Kursschwankungen erklärt. Und zu den Punkt Investoren, ich würde sagen, wir haben eine sehr positive Resonanz zu unserem Kapitalmarkttag, weil wenn Sie rausrechnen, die Strategie, die wir erklärt haben, ist nicht sehr, ist sehr realistisch. Das heißt, wir gehen auf 2,5% EBIT-Marge, das ist ungefähr der Durchschnitt der Branche. Aber klar, der Anleger und die Investoren sehen die Historie und sagen, okay, das ist für die vielleicht ein bisschen zu früh. Sie verfolgen uns genau, aber möchten, dass wir weiter beweisen, dass unser Plan funktioniert. Und bleiben wir doch gleich mal beim Thema Kapitalmarkt. Also schon mal danke für die vielen, vielen Fragen. Normalerweise lade ich an der Stelle immer ein, aber wir haben schon so viele Fragen, dass wir da natürlich schon voll reinstarten können. Genau, das Thema Aktionärsstruktur wird auch angesprochen. Mhm. Können Sie ein bisschen was zur Aktionärsstruktur sagen und auch Stellung nehmen zu möglichen Veränderungen unter den Großaktionären? Okay. So von der Aktionärstruktur, wie Sie sehen, wir sind sehr familienlastig. Unser größter Aktionär ist die Kellerhals-Familie, das sind die Gründer von Mediamarkt Saturn. Die sind so, was nennt man, Anker-Aktionär, das heißt, sie bleiben da. Dann haben wir die drei Metro-Familien noch. Wir haben die Familie Haniel, wir haben unter Meridian ist die Familie Schmidt-Rüttenbeck und wir haben die Beisheim-Familie. Von diesen drei Familien war sehr bekannt durch die Presse, ist, dass Haniel möchte aussteigen. Das haben sie schon mehrmals gesagt. So, das ist da vielleicht, wo man vielleicht Bewegung erwarten könnten. Von der Seite von Freenet haben wir nichts gehört. Sie sehen sich auch als Anker-Shareholder. So, wenn was passiert, dann die Wahrscheinlichkeit wird eher durch die Haniel-Seite, dass unsere Aktionärstruktur sich ändern könnte. Also eine spannende Aktionärstruktur, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und eine weitere Frage, ob es Gespräche zwischen JD.com und Seconomy geben hat. Wenn ja, ob die noch andauern oder die Frage, wie so ein Gerücht entstehen kann, wenn es da gar keine Gespräche gab oder gibt. Soweit ich weiß und ich beziehe mich auf die Presseartikel, die wir alle gelesen haben, in dem Artikel stand, dass die Haniel-Familie, soweit ich weiß, mit JD.com geredet hat und auch, dass die zwei anderen Metro-Familien angesprochen wurden. Deswegen aus unserer Sicht auf Seconomy, wir können nur sagen, das passiert über uns, das passiert auf der Aktionärebene und wir denken, dass man sollte eher die Frage direkt an dem, so an Haniel, an Schmidt-Rüttenbeck, an Meridian oder Kellerhals fragen, ob sie Gespräche hatten. Eine Frage, und da haben wir vorhin schon kurz geredet. Sie haben gesagt, eine Frage sind Sie sicher, die kommt bestimmt, Dividende. Jetzt haben wir sie natürlich. Frau Caron, sagen Sie uns doch was zur Dividende. Wird Seconomy für das nächste Jahr einen Dividendenvorschlag machen? Da müssen wir warten, was die Vorschläge wären. Aber ich möchte Sie auf zwei Punkte nochmal darauf hinweisen. Ist das letztes Jahr, wir haben auch kein Dividend bezahlt, weil wir kein Dividend bezahlen könnten. Es gibt bestimmte Sperrungen, wenn man Verlustvorträge nutzt.
Und wie Sie wissen, wir nutzen weiterhin Verlustporträts. So grob gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir gesperrt sind, ist noch da. Und der zweite Punkt würde ich sagen, wenn man sieht, was für eine Transformation wir jetzt machen, ich finde, wir würden mehr Wert kreieren, wenn wir das Geld oder den Cash, den wir und den Profit, den wir erwirtschaften, in dem Unternehmen weiter investieren würden. Da bekommt man den größten Return on Capital Employed durch die Transformation, durch den Fakt, dass wir eine EBIT-Marge von 1% auf 2,5% bringen werden, anstatt Dividenden auszuschütten. Ich denke, aus meiner Sicht, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Fälligkeitsstruktur bei den Finanzschulden, das sind ja rund 2 Milliarden oder mal 2 Milliarden Nettofinanzschulden. Sie hatten vorhin schon kurz was gesagt, hier nochmal die Frage, wie sind die Fälligkeiten in etwa? Die Fälligkeit, wir haben nur eine und ich versuche die zu finden. Ich weiß nicht, ob man die sieht hier. Das ist unsere Anleihe von 500 Millionen. Fälligkeit wird in 26. Sie sehen da in diesem Pie-Chart, wir werden das refinanzieren. Und wir haben schon, wenn die Frage uns gestellt wurde von Investoren, wir haben gesagt, wir werden das refinanzieren, je früher als später, weil sie wissen, bei solch der Prozess fängt vor der Fälligkeit, das ist üblich. Und wir werden an mehrere Instrumente gucken, um diese Anleihe zu refinanzieren. Gibt es, eine weitere Frage, gibt es Beziehungen zur Signa Holding von René Benko? Ist man da irgendwie betroffen oder irgendwie verbunden? Wir mieten unsere Immobilien alle. Ich müsste nachprüfen, aber ich denke nicht, weil ich denke, ich hätte mehr Nervosität gefühlt im Unternehmen, wenn es der Fall gewesen wäre und ich habe nichts gefühlt. So mein Bauchgefühl sagt mir nein. Das eröffnet ja ein anderes, auch interessantes Thema. Wie steht es denn allgemein um die Immobilien? Wie viel, genau, wo ist man nur Mieter oder wie viele Immobilien hält man auch selbst? Einfach, wir haben keine Immobilien. Wir mieten alles. Wir haben unsere längste Mietverträge sind 5 Jahren, aber im Durchschnitt, wenn man guckt, im Durchschnitt im Portfolio, das ist 3 Jahre. Das bedeutet konkret, dass wir jede 3 Jahre neu verhandeln. Aber Sie werden sehen in dieser Kapitalmarktpräsentation, wir haben auch Schätzungen gegeben für unsere Miete, was wir nennen Location Cost, wo wir das gut in den Griff bekommen, weil wir als Mediamarkt oder Saturn sehr bekannt und Traffic-Driver in der Innenstädte sind. Das heißt, wir sind immer gut in der Lage, neu zu verhandeln, was wir auch machen. Sie haben vielleicht bemerkt, bei bestimmten Store, Mediamarkt oder Saturn, wir verkleinern auch unsere Fläche, was ermöglicht uns auch, diese allgemeine Kosteninflation zu kompensieren. Und da kommt natürlich gleich die nächste Frage. Wer sind denn die Vermieter der Immobilien? Puh, das ist bunt gemischt. Das ist alle mögliche Immobilien. Es gibt keine, der sehr viele besitzt. Das ist sehr bunt gemischt. Okay, sehr breit. Gestreut. 2 kleine Fragen. Warum wurde das Coverage durch Moody's eingestellt? Und natürlich eine Frage, die bei uns als SDK auch immer auch gern auf der Agenda steht. In welchem Format ist die nächste Hauptversammlung geplant? Mhm. Zu der ersten Frage, da müssen wir ein bisschen die Zeit zurückspulen. Ich denke, das war kurz nachdem ich hier angefangen habe, weil ich habe angefangen als Investor Relation im Februar. Davor war ich Analyst, so auf die andere Seite. Ich denke, wir wollten auch eine andere Ratingsagentur haben. Und weil bei Moody's, wir haben manchmal bemerkt, dass der Dialog vielleicht nicht so gut war. Wir haben auch klar uns ausgesprochen, was wir machen müssen, um bei dem Rating dabei zu werden, zu bleiben. Und das haben wir auch gemacht. Aber wir haben bemerkt, irgendwie, das passte nicht mehr zusammen. Deswegen aber haben wir auf beide Seiten uns entschieden, da der Weg nicht mehr zusammen zu folgen. Und Sie sehen, wir haben eine andere Ratingsagentur, die auch sehr bekannt ist. Und zu der zweiten Frage, ich habe eine gute Nachricht für Sie, dass wir in Präsenz stattfinden. Da gibt es Daumen nach oben hier in unserem Forum. Sehr schön.
So, Black Friday. Die Frage, wie viel Prozent vom Umsatz EBIT macht Black Friday aus? Das kann ich nicht sagen. Das soll ich auch und darf auch nicht sagen, weil Black Friday ist das nächste Geschäftsjahr für uns, weil unser Jahr fängt in Oktober. Und da wir berichten am 18. Dezember, kann ich nicht so sagen. Sie haben auch von der Presse auch ein paar Kommentare alle gesehen. Was ich nur sagen kann, ist, dass man merkt, dass Black Friday und Cyber Monday, das ist der Montag danach, sind nicht mehr zwei getrennte Tage. Das entzerrt sich. Sie haben bemerkt, wir haben Black Weeks gemacht. Den Cyber Montag ist an Cyber Woche gekommen. Jetzt fangen wir mit den Weihnachtskampagnen zu. Das heißt, das entzerrt sich fast auf das ganze November. Aber ein bisschen Geduld, wenn Sie zuhören am 18. Dezember. Wir werden klar über Black Friday reden, weil das ist wichtig für uns. Das merken Sie auch, wenn unsere Quartal, unser EBIT pro Quartal sehen. Wie ich am Anfang gesagt habe, die wichtigste Quartal sind Q1, so das heißt Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten, und Q4. Das sind die zwei wichtigste Quartal. Also noch ein paar Tage Geduld dann bis zum 18. Nicht mehr so lange. Zwei Fragen haben wir zum Thema Marketplace. Zum einen, wer haftet im Marketplace und wer ist der Vertragspartner im Marketplace? Das ist der, aus meiner Sicht, der Verkäufer. Das heißt, wir bieten nur eine Vertriebsplattform für den Verkäufer. Ich gebe ein Beispiel. Das kann zum Beispiel, sagen wir, ein Hersteller von Klimaanlage in Spanien, der in Spanien super bekannt ist und möchte auch seine Produkte in Deutschland verkaufen, aber will keinen Store aufbauen. So, das heißt, wir machen einen Vertrag mit dem, so dass er dann Produkt auf unsere Plattform anbietet. Er ist aber verantwortlich für den Vertrieb und für die Gewährleistung für alles. Das Einzige, wir sind nur Vermittler und wir nehmen dann Commission auf den Preis von der Ware, die er verkauft. Eine weitere Frage, wie hoch ist die Marge bei den Geräten, die Sie wieder in Zahlung nehmen? Sie meinen diese, das nennen wir intern diese Trading-Produkte. Wir bewerten die Produkte. Ich weiß es nicht, ich denke nicht, da müsste ich nachprüfen. Mein Gefühl sagt mir nicht unbedingt hoch. Der Grund, warum wir das auch machen, ist, dass wenn Sie diese Produkte in Zahlung nehmen, Sie kriegen einen Voucher und Sie kaufen was bei Mediamarkt so oder bei Saturn, so was für uns wichtig ist, ist der nächste Produkt, die Sie damit kaufen, erstens. Und zweitens, Kundenbindung. Können Sie sich erinnern, ganz am Anfang von meiner Präsentation, ich habe gezahlt 2 Milliarden Kundenkontakt, aber auch wir haben 35 Millionen Kunden, die bei uns immer einkaufen und die regelmäßig einkaufen. Wir nehmen das diese Loyal-Kunden und diese Kunden sind für uns sehr wichtig. Deswegen auch die Idee von Trading ist auch nicht nur für die Umwelt, weil wir die Sachen wieder zurücknehmen, aber auch eine bessere Kundenbindung, weil sie das neue Produkt bei uns auch kaufen. Wir kommen schon in Endspurt. Die letzten drei Fragen, ansonsten natürlich nochmal die herzliche Einladung. Wenn es noch Fragen gibt, ist jetzt die Zeit. Hier fragt nochmal ein Teilnehmer nach, woran die führende Position festgemacht wird. An Umsatz oder woran wird das sozusagen festgemacht? Ich vermute, das bezieht sich auf der Anfang der Präsentation. Das bezieht sich auf Umsatz, weil wir sind im Einzelhandel. Und im Einzelhandel, was wichtig ist, die Marktanteil, weil um profitabel zu sein, muss man Nummer 1 oder Nummer 2 sein. Das ist auch warum der Grund, warum wir aus Portugal und aus Schweden rausgekommen sind. So, das ist ein Größeres von Umsatz. Das heißt, Sie kriegen in Europa kein anderes Unternehmen, die 22 Milliarden Umsatz macht. Sie kennen auch die andere börsennotierte Unternehmen. Es gibt Fnac in Frankreich. Wir haben eine Beteiligung an Fnac. Es gibt Curry in UK als börsennotierte Unternehmen. Und es gibt in Europa noch Unieuro in Italien. So, kurze Antwort, Umsatz, Marktanteil. Portugal, Schweden raus. Ein Teilnehmer fragt, wie steht es um die Türkei? Wie kommt man da mit dem Hochinflationsumfeld zurecht? Und ich würde mal noch dranhängen, gibt es denn noch weitere auch geografische Portfolioanpassungen?
Die Türkei läuft super. Klar, Sie haben recht, die Inflation macht uns manchmal zu schaffen. Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir berichten, auch Zahlen bereinigt um IAS 29. Ich werde Sie nicht langweilen mit so, wie es funktioniert. Das nennt man Hyperinflation Accounting. So, Sie können gucken, gerne in der Präsentation, wie das gemacht ist. Aber trotzdem, die Türkei ist ein wachsender Markt, auch wenn man bereinigt um die Inflation. Die Volumen sind sehr, sehr groß, weil die Kunden in der Türkei, die Leute in der Türkei, sie kaufen Consumer-Elektronik-Produkt, um sich zu schützen von der Abwertung der Währung. So, das heißt, es läuft sehr, sehr gut. Wir hatten ein extremes gutes Jahr. Das heißt, die Türkei ist für uns Core. Auch wenn es fair, dass wenn wir auf das nächste Jahr blicken, wir sind eher vorsichtiger. Wir denken nicht, dass wir nochmal so ein super Jahr haben wird. So, wir sind da eher, eher zurückhaltend. So, das wäre zu der Frage Nummer eins. Zu der Frage Nummer zwei. Ja, ich hätte erwartet, dass Sie mich fragen, 9 Länder, 1 und 2, 11, wer sind die 2? Aha. Da kann ich sagen, die 2 sind die Schweiz und Polen. So, das heißt, nach unserer Art und Weise, dass wir sagen, Lead-or-Leave-Strategie, Nummer 1 oder 2, sonst wir verkaufen oder wir suchen eine Lösung, könnte man denken, dass die nächste könnte die Schweiz oder Polen sein, sind sie aber nicht, weil wir da interne Maßnahmen ergriffen haben, um diese Länder zu restrukturieren. Und wir sind da gute Dinge, dass wir das mit eigener Kraft schaffen, die Profitabilität für diese 2 Länder zu verbessern. Deswegen, wir sind sehr zufrieden mit den 11 Ländern, in denen wir heute vertreten sind. Auch wieder eine klare Antwort. Frau Caron, hier noch eine Frage. Wie viel Prozent vom Umsatz macht das Online-Geschäft aus? Das Online-Geschäft aus, das muss ich bei der KPI nochmal gucken, wir sind ungefähr bei ein bisschen mehr als 20%. Wir haben als Ziel 30% in 25, 26. Wie Sie gesehen haben, für die ersten 9 Monate dieses Jahr, unser Online-Einteil ist runtergegangen. Wir haben bemerkt, dass dieses Jahr die Kunden sind eher in den Store gegangen als online. Aber wir bleiben trotzdem mit diesem KPI. Wir wollen 30% erreichen und wir wollen uns verbessern. Und wie wir das machen wollen, das erfahren Sie am 18. Dezember. Welche Stolpersteine könnten Seconomy davon abhalten, die strategischen Ziele zu erreichen? Es gibt viele Stolpersteine, ein paar sind klein, ein paar sind groß. Die Menge macht es aus, würde ich sagen. Klar, der makroökonomische Umfeld, wir merken schon, und wir haben das auch geschrieben, wenn wir berichtet haben über Q4 und viele andere deutsche Einzelhandelunternehmen haben das berichtet, auch sogar europäische Einzelhandelunternehmen, dass der Verbraucherkonfidenz ab August, September fängt ein bisschen nochmal nach unten zu kommen. Wir merken, der Trend, das geht ein bisschen runter. So, da ist die Frage der Visibilität und wie gesund der Verbraucher ist. Sie sehen die Nachrichten wie ich. Das ist nicht immer sehr positiver zurzeit, man bei der Tagesschau guckt. Man redet auch von dieser Ende der Gas, diese Gasbremse. So, die Gesundheit der Verbraucher ist für uns wichtig, weil wir sind kein Lebensmittel-Einzelhandel. So, die Produkte, die wir verkaufen, kann man sich entscheiden, das zu verschieben. So, das heißt, der allgemeine makroökonomische Umfeld und wie es sich niederschlägt auf dem Verbraucher, das ist für uns der größte Stolperstein. Und dann klar, es gibt dann indirekte Sachen wie Krieg und sowas, aber darüber können wir sowieso nicht tun. So allgemein, wir gucken sehr klar, wie die Consumer Confidence oder Verbraucher Confidence sich weiterentwickelt. Und aber trotzdem dazu, zu dem Punkt, das ist auch ein Vorteil, nicht vergessen, das ist auch ein Vorteil, international zu sein, wie wir sind. Weil, wie Sie sehen auch dieses Jahr, wenn manchmal Europa geht nicht so gut, denn die Türkei hat uns geholfen. So, unsere Portfolio ermöglicht uns manchmal durch schwierige makroökonomische Situationen trotzdem sehr gute Zahlen zu zeigen. Frau Caron, ganz
großes Dankeschön. Wir sind durch mit den Teilnehmerfragen. Ich bedanke mich ja auch ganz besonders an alle Teilnehmer, an alle, die dabei waren, egal ob passiv oder aktiv. Wir hatten doch einen schönen Blumenstrauß, bunten Blumenstrauß an Fragen. Und die letzte Frage und zuletzt darf ich Ihnen nochmal den Ball zuspielen, Frau Caron. Das frage ich hier in den SDK-Anlegerforen am Schluss immer ganz gerne. Was begeistert Sie, was fasziniert Sie selbst an Ihrem Unternehmen, an Seconomy? Also für Sie nochmal die Bühne, hier auch in die Runde etwas Begeisterung, Faszination zu versprühen. Ich liebe Einzelhandel. Ich finde, Seconomy ist ein sehr interessantes Unternehmen, weil wir in einem Transformationsprozess sind und weil in diesem Transformationsprozess der Kunden bleibt in der Mitte. Und das ist, was mich fasziniert, wie man in der Lage ist, durch diese Kundenbeziehung, diese starke Kundenbeziehung, die wir haben und die Bekanntheit, die wir haben als Mediamarkt und Saturn, mehr Wert zu kreieren durch die verschiedenen Geschäftsfelder, die ich da erklärt habe. Und falls Sie auch noch Fragen haben, gern wieder an mich. Wir treffen uns vielleicht im Store, weil ich auch regelmäßig versuche, im Store-Ort zu arbeiten. Das ist mir auch wichtig, weil im Endeffekt unsere Mitarbeiter sind für uns sehr wichtig und sie machen unseren Umsatz. Frau Caron, ganz herzlichen Dank nochmal für die heutige Veranstaltung. Dankeschön.